Also, ich versuche jetzt trotzdem eine Sprachaufnahme zu machen. Ich bin jetzt in der Schweiz und fahre Richtung Geiss. Den Stoß rauf habe ich vor. Der Film läuft noch nicht, werde ich jetzt aber auch einschalten. Weil ich wollte das testen, wie ist das mit der Kamera und wie klingt das, wenn ich hier über den Helm Aufnahmen mache. So, jetzt läuft das Video auch. Und dann bin ich jetzt ins Schweizer Netz gegangen, weil es ja überhaupt immer schwierig ist, also ins Internet. Ich habe extra einen Vertrag gemacht, einen teuren, damit ich hier in der Schweiz rumfahren kann und auch Internet habe. Und jetzt heißt es, meine Sprachsteuerung über Siri funktioniert nicht, weil ich nicht im Internet bin. Okay, strange. Ja, das werde ich jetzt mal alles austesten, wie das so ist. Muss nochmal einen Stopp machen, um da was umzuschalten, weil der Siri nicht funktioniert. So. Ja, genau. Ich lasse jetzt das alles einfach mal mitlaufen, nur damit ihr seht, wie das ist und wer weiß, was ich dann alles rausschneide. Und vielleicht klingt die Aufnahme ja eh nicht wirklich gut. Mal sehen. Ja, also nochmal. Heute war der Plan, ich fahre mal in die Schweiz. Ich wohne ja direkt in Österreich im Grenzgebiet zur Schweiz. Und ich meine, als Österreicher, wenn man jetzt nicht gerade Freunde oder sonst was in der Schweiz hat, hat man eigentlich wenig Grund, dahin zu fahren. Es ist sauteuer und jetzt mit dem Motorrad habe ich aber natürlich doch einen Grund, weil sie echt schöne Straßen haben. Es ist ein wunderschönes Land und ja, schöne Berge. Und außerdem würde ich mir ja die Hälfte meiner Umgebung verwehren zu fahren, wenn ich dann nur auf der österreichischen Seite bleibe. Ich wohne ja, wie gesagt, also ich könnte fast drüber spucken in die Schweiz. So nahe wohne ich an der Grenze. Ja, und heute der Plan, da nach Geiss raufzufahren, das zu filmen und mal zu testen, wie es ist, wenn ich direkt während der Fahrt übers Handy, über die Freisprechanlage, da ja Aufnahmen mache. Es ist mir bis jetzt recht unsympathisch gewesen, sowas, weil ich mich eigentlich beim Fahren lieber aufs Fahren konzentriere. Und drum, ja, mal schauen, wie das ist. Und außerdem plappere ich vielleicht den einen oder anderen Blödsinn, den ich dann eh rausschneiden müsste. Und in der Nachvertonung habe ich das ein bisschen besser unter Kontrolle. Ja, werden wir mal sehen, wie der Test ist. Ich habe, wie gesagt, einen Handyvertrag gemacht, extra, damit ich Schweizer Netz habe, weil ich vorhabe, die Schweiz ein bisschen mit dem Motorrad zu erkunden. Gibt sehr viele schöne Plätze hier und das ist ohne Internet manchmal echt blöd. Die sind da nicht bei Europa dabei, nicht bei der EU und haben darum nicht einen Vertrag. Ich verstehe es zwar nicht ganz, ich meine schon, dass man das machen könnte, wenn man ein bisschen Willen, Gutwill zeigt, aber na gut, es ist halt so. Ja, was ich noch habe, das hatte ich auch letztes Jahr schon, ist die Schweizer Autobahnvignette. Die kostet für Auto, Motorrad genau gleich. Das ist ein Kleber, egal wann du den im Jahr kaufst, das kostet immer gleich viel. Und das macht Sinn, zumal wir ja mit den Ladybikern sowieso Ende Juni französische Alpen befahren werden. Und da müssen wir durch die Schweiz durch und das werden wir vermutlich auf schnellstem Weg über die Autobahn machen. Und wenn ich mal jetzt so an ein, zwei, drei freien Tagen die Schweiz erkunden werde, werde ich, damit ich ein bisschen tiefer reinkomme, natürlich auch die Autobahn fahren, weil ja, da die Dörfer in der Umgebung muss ich nicht ständig immer die gleichen erkunden. Daher macht die Autobahnvignette durchaus. Ja, das ist jetzt mein Navi. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hört auf der Aufnahme. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Das werde ich danach erst sehen, nach diesem Test. Ich habe jetzt übrigens von meinem Helm natürlich auch
die Klappe herunten. Ich könnte auch ganz offen fahren, aber ich habe so das Gefühl, da würde man dann gar nichts hören. Werde ich vielleicht auch noch ausprobieren, wie das ist. Also gleichzeitig schauen und reden. Also gleichzeitig schauen und reden ist für mich nicht so einfach, muss ich sagen. Also so in einem Stadt, in einem Ortsgebiet werde ich das wohl nicht häufiger machen. Das finde ich anstrengend und auch ein bisschen gefährlich. Okay, ich fahre hier gerade durch Altstetten. Die Schweiz hat natürlich auch ganz viele schöne Örtchen und Städtchen. Und ich sehe, es sind heute auch schon einige Motorräder hier unterwegs in der Schweiz. Ja. Was man in der Schweiz immer, immer, immer gut beachten muss, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich meine, das tue ich sowieso überall, auch bei uns in Österreich. Ich fahre gemäß der Straßenverkehrsordnung, aber in der Schweiz kommt das echt extrem teuer. Also in der Schweiz auch nicht nur ein bisschen zu schnell fahren, bitte, weil die Strafen hier sind echt teuer. Es sei denn, du hast ganz viel Geld zu verschenken, dann kannst du in der Schweiz auch mal schneller fahren. So, und hier ist schon die Stoßstraße, der Beginn, wo man rauffährt. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, ja, da kommt er schon, ein Radar rechts. Ja. Ich weiß, ganz früher war das so eine richtige Raserstrecke, also mit Vergnügen ist man hier so raufgeschossen. Als ich selbst noch nicht Motorrad fuhr, aber das war sogar mir bekannt. Inzwischen haben sie natürlich überall Radars und das ist auch gut so, weil das schon ja, ziemlich kurvige Straße ist, teilweise mit wenig Einsicht und ja, das muss nicht sein, hier rauf zu rasen. Ich finde die so schon ganz genussvoll zu fahren. Außerdem kann ich das ja gar nicht. Also, was rede ich da? Aber wie man sieht, ich hoffe, ihr seht das im Video gut, die Straße würde den einen oder anderen natürlich verleiten, hier ein bisschen flotter am Weg zu sein. Da vorne ist schon wieder ein Radar. Wir haben ein bisschen brav sein. Das zweite Radar. Hallo. Ja. Und jetzt halte ich mich an die da vorne, weil das sind Schweizer. Die wissen auch genau, was hier möglich ist oder nicht. Und auch das Auto da. So eine hübsche Strecke. Ja. Ich lebe ja schon mein Leben lang hier in Lustenau, in Österreich an der Schweizer Grenze. Wir sind das schon gewohnt. Habe auch Verwandte in der Schweiz drüben, also spanische Verwandte, die in der Schweiz wohnen. Und ja, als Kinder sind wir da sowieso dauernd hin und her zu Besuch gegangen. Und im Gegensatz zu jetzt war es früher auch so, dass da die Österreicher in die Schweiz gegangen sind zum Einkaufen, da waren viele Dinge viel, viel günstiger. Angefangen von den Nudeln bis zu den Klamotten. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. Gell? Die Schweizer kommen zu uns ins Billigland Österreich und kaufen hier ein. Und zwar in Massen. Es sind da am Wochenende ganze Staus mit Schweizer Autos fast vor meiner Haustüre. Ja, das gehört dann halt dazu. Immerhin profitiert unsere Wirtschaft davon. Mein schönes Lustenau hat viel Geld, kann schöne Sachen bauen, Ortszentrum, Bahnhof und so weiter. Ja, also danke der Schweiz. Ich hoffe, ihr seht im Video auch ein bisschen, wie schön der Ausblick hier schon ist, hier oben. Ganz, ganz wunderbar. Ich werde mal schauen, ob ich am Runterfahren auch noch mal filme. Eigentlich ist das Runterfahren vom Ausblick her schöner. Ich kann jetzt ja die Kamera noch nicht schwenken,
Die ist jetzt fix montiert vorne mit meiner neuen Halterung, meine neue Kamera. Und darum kann ich jetzt da nicht schwenken. Ich habe mir dieses Schwenk-Zwischenstück jetzt bestellt, aber das dauert ein bisschen, bis das geliefert wird. Ich hoffe, ich habe es dann rechtzeitig vor der Tour nach Frankreich da, weil man kann dann schon mal ganz schön auch die Seiten filmen oder auch mich selbst mal, wenn ich so reinquatschen will in die Kamera, ist eine zusätzliche Spielerei. Möchte ich jetzt natürlich bei so einer kurvigen Bergstraße nicht machen. Das mache ich dann immer nur so an Stellen, wo ich mich safe fühle, das zu tun. Ich merke jetzt auch, dass Fahren und Reden gleichzeitig nicht wirklich auf Dauer etwas für mich ist. Durch das Reden, ja, geht mir ein bisschen der Genuss am Fahren verloren. Aber ja, mal schauen, wie die Tonaufnahme überhaupt wird. Vielleicht kann ich es vereinzelt ein bisschen einbauen, wenn so langweilige gerade Strecken kommen. Es ist halt beim Vloggen über YouTube, ist es schon eine ordentliche Arbeit, wenn man da so die Aufnahmen sondiert und nachvertont. Ich dachte mir, es ist vielleicht so einfacher, wenn ich auch mal live mitrede. Denn oftmals ist es auch so, mir fällt dann während der Fahrt was ein, oh, das möchte ich unbedingt erzählen oder das wäre noch ganz interessant zu hören. Und wenn ich dann das Video schneide, habe ich das schon wieder vergessen. Ja, wir schauen mal. So. Ich hoffe, ihr bekommt da einiges mit von dieser wunderschönen Gegend hier. Jetzt ist hier ein Plätzchen. Da werde ich mich dann hinstellen, da mache ich dann auch ein schönes Foto und dann fahre ich auch schon wieder zurück. Wo kommt das denn? Ah, da bin ich schon vorbeigefahren, weiß ich nicht. Nee, ich muss noch ein bisschen weiter hoch. Ich muss noch ein bisschen weiter rauf. So. Ach, wie schön. Okay. Sind da die zwei Mopedfahrer? Die zwei Töpfli-Fahrer? Die habe ich ja schon fast eingeholt. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell und da war nicht noch ein Radar, den ich übersehen habe. Ja. Ich werde dann Post bekommen oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass da was war. Ach, wie schön ist es da doch. Ja, wunderbar. Oh, ich glaube, da oben ist dann auch die Stelle, wo ich stehen bleiben werde und umdrehen werde. Den Stoß, den habe ich letztes Jahr als meine kleine Aufwärmstrecke benutzt. Anfang Saison. Dieses Jahr habe ich so diese Strecken in Österreich genommen, um mich ein bisschen parat zu machen für die Hauptsaison. Aber es ist halt wunderbar, weil es so nah bei mir ist. Also ich kann da praktisch rüberhüpfen. Außerdem finde ich es ganz schön, hier von der Schweizer Seite dann auch mal die österreichischen Berge anzuschauen und nicht immer umgekehrt. Ja? Ah, da oben ist die Stelle, wo ich stehen bleiben werde. Ja, genau. Werde ich mal suchen und warten. Suchen. Ach, da ist gerade Baustelle. Okay. Okay, okay. Warum stehen die denn dann alle da so? Okay, weiß ich auch nicht. Na gut, andere Stelle nehmen zum Umdrehen, aber das wäre eigentlich mein Fotoplätzchen gewesen. Dann werde ich bei nächster Gelegenheit mal umdrehen und mir ein anderes Fotoplätzchen suchen. Ich komme dann hier, also wenn man von Altstetten fährt man hier rauf, diese Stoßstraße, oder man nennt es einfach nur Stoß, hier Richtung Geis. So heißt der Ort. Da wären wir laut Navi in 3 Minuten. Da werde ich jetzt aber nicht so weit hinfahren. Ich drehe vorher um.
Ja, und jetzt werde ich mal das rauffahren, zum Stoß hier beenden, die Aufnahme, und mal schauen, wie das so geworden. So, meine Lieben, ich spreche jetzt wieder von zu Hause aus. Das ist die Nachvertonung. Ich habe jetzt extra im Hintergrund die Motorgeräusche leise draufgelassen von dem Video von der Kamera. Vorher bei der Live-Aufnahme beim Rauffahren, da habe ich von der Kamera die Motorgeräusche extrahiert, weil ich auch schauen wollte, wie es klingt, wenn ich so im Helm rede. Und ich bin eigentlich positiv überrascht. Das ist gar nicht so schlecht, wie es klingt. Nur muss ich sagen, also es lenkt mich selbst schon sehr vom Fahrgenuss ab und ich finde es auch ein bisschen gefährlich. Also ich bin einfach da noch nicht so weit, noch nicht so gut, dass ich das so ganz entspannt machen kann. Aber es war mal, ja, es war mal so ein kleiner Test. So, hier fahre ich abwärts. Hier bin ich kurz stehen geblieben, damit ihr da unten seht, das Rheintal. Auf der anderen Seite drüben unsere österreichischen Berge. Also ist wirklich ganz eine hübsche Strecke. Leider war es ziemlich bewölkt an dem Tag. Bei Sonnenschein sieht es noch mal hübscher aus. Aber ja, es war insgesamt eine schöne kleine Fahrt und vor allem eben diesen Test konnte ich da mal durchführen. Ich bin gespannt, gebt mir euer Feedback, wie das für euch klingt. Und ja, mal sehen. Vielleicht kann ich das auf gewissen Strecken dann nochmal machen. Aber wie gesagt, auf solchen Strecken mit Kurven, da möchte ich mich einfach nur aufs Fahren konzentrieren und das genießen. Und ja, so werde ich das machen. Jetzt lasse ich euch einfach mal mit meinen Motorgeräuschen, die von der Action Cam kommen, da runterfahren. Ich extrahiere die normalerweise wirklich immer, weil es so komisch scheppert. Also das klingt ja nicht so, wie es in echt klingt, wobei mein Motorrad ja auch nicht wirklich schön klingt. Aber ich glaube, dass das im Gehäuse drin irgendwie so ein bisschen rumscheppert, keine Ahnung. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen und wünsche euch noch eine schöne Runterfahrt hier wieder nach Altstetten. Und danke fürs Zuschauen, Zuhören und für die Geduld. Und bis bald, ihr Lieben.